Ah, dann werde ich ein bisschen mit dem Preis gucken müssen. Aber die haben große Container, ne? Dann bleibe ich mal kurz stehen. Wohl, eigentlich kann ich erstmal weiterfliegen und dann stehen bleiben, wenn ich in der Nähe der Station bin. Dann lasse ich nämlich von meinen beiden Noven. Ist das die Mehrzahl von Nova? Noven? Oder Novas? Ich glaube eher Noven. Novas hört sich komisch an. Ist auch so wie Pizzas. Es gibt einige Leute, die sagen Pizzas, aber ich sag immer Pizzen. Obwohl, as far as I know, was sind das denn? Ja, der darf andocken. Wäre es jetzt was anderes, hätte ich ihn abgeschossen. Mit dem hier. So, langsam. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Meine Güte, ich bin heute so vergesslich. Wo waren wir? Ah ja. Z, L, Nova, Kommando, Navigation, andocke da an. An der schwere Waffen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Kommando, Navigation, docke an mein Ziel an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wo spawnen die? Die spawnen in mir. Ach, da oben sind ja auch noch Startrampen. Das ist ja geil. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ey, das sieht voll geil aus, wenn so oben die Flieger rauskommen. Noch cooler wäre es, wenn daraus Raketen rauskommen würden. So, meine halbtoten Noven. Ach, ich war beim Thema Pizzen. Jetzt, wo ich wieder Noven sage, kommt mir wieder das Wort Pizzen in den Kopf. Ich sage mal Pizzen. Andere sagen Pizzas. Ist ja für einen Pizzen viel cooler. Na, ha? So, meine Kinder der Nacht, dockten sie an. Und lassen sie mich nicht viel länger warten, denn ich möchte meine Waffen. Dann fühle ich mich sicher. Sicher. Der erste ist angedockt, jetzt könnten wir eigentlich schon... ja, angedockt. Handel. Gasgeschütz will ich eh nicht. Flachs wollte ich kaufen, ne? Flagge. Flaggartillerie. Gekauft. Elefantös. Jetzt Navigation... Docker an mich. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Docker an mich. Andockerlaubnis erteilt. Da das ja relativ schnell vonstatten geht, ist es ziemlich gut. Dann wird es ein bisschen länger dauern, wäre es ein bisschen blöd. Muss man so sagen. Ich habe sogar für diese Aufnahmesession ein paar Themen vorbereitet, aber je nachdem, wenn wir viel jetzt im Spiel zu machen haben und viel zu erzählen haben, sage ich mal, dann werde ich die Themen wahrscheinlich nicht anschneiden können und werde sie mir dann für nächste Aufnahme-Session halten. Ich muss da gucken. Im Moment haben wir noch viel zu quatschen. Viel übers Spiel und viel so allgemein. Da ist nicht viel Zeit, um über allgemeine Sachen zu quatschen. So. Z, gelandete Schiffe, die Nova Angreifer, Frachtaustausch. Baumaustausch, was ist das hier? Flaggartillerie. Transferiert. Flaggartillerie. Flaggartillerie. Jetzt könnten wir das ja schon mal einbauen. Ich glaube, vorne haben wir gesagt, machen wir Flammenschleudern. Dann könnte ich... Ich habe 4 Flaks, ne? Doch, wie viel Flaks? Ich glaube, 16. Ja, machen wir erstmal... Machen wir einfach nach der Reihenfolge. Ist ja eigentlich ziemlich Murks. Laser installieren. Flak. Das heißt, wenn ich jetzt drauf gehe. Piu. Bam. Bam, bam. Ja, Mann. Wir sind schon fast voll bewaffnet. Also fast. Wir müssten sagen, fast nicht, aber nicht bewaffnet. Aha. Jetzt müssen wir natürlich noch weitere solcher Stationen finden. Gauss-Sitz. Ich muss wohl. Oder übel. Die Sektion selbst durchforsten. Ich bin gerade am überlegen, habe ich einen schnellen Jäger, wollte ich schon sagen. Doch, jetzt ist ja ein Jäger. Einen schnellen Jäger so angedockt. Und wenn ja, wie schnell? Ihre Fujin hat 300, das wäre schon mal sehr gut. Die Argon Discoverer ist nee, es ist schon mal nicht so gut. Ich glaube, ich habe noch eine M5. Na, gar nicht. Dann würde ich nämlich mal sagen, wir speichern. Ich habe noch... Ich habe noch Bergungsversicherung. Wir speichern, gehen in die Fujin und werden mit der die Sektoren machen. Aber dann muss ich den Sinter übertragen. Darf ich nicht vergessen. Ich muss Z und L drücken und nicht I und L. Die Fujin. Wagenaustausch. Ah, da sind Sinter. Hätte ich gerne.
Ich hätte sogar einen Triplex-Scanner, das ist gut. Erweiterte Option, Schiff wechseln. Und da sind wir in einer Fujin. Wir haben hier Schilde. Haben wir Schilde? Die Yaki entwickelten dieses kleine ja, ein Partikelbeschleunigerkanon. Für was braucht man Schilde? So, dann werden wir mit dem Schiff manuell mal die Sektoren hier ein bisschen scannen. Autopilot aktiviert. Und das wäre jetzt die perfekte Moment. Die perfekte Momente. Der perfekte Moment, um die Themen, die ich habe, ein bisschen anzusprechen. Ich habe viele Themen hier auf einem Zettel. Aber das erste, was ich halt mal euch noch sagen möchte, ist, wie bei mir die Videos entstehen. Denn das ist, habe ich glaube ich schon mal in einem Feed erwähnt und auch in Twitter. Das ist bei mir ziemlich umständlich. Denn ich nehme erstens mit Fraps auf und zweitens mit Audacity. Und Audacity ist meine Stimme. Ich glaube, ich muss das Mikrofon ein bisschen lauter stellen. Obwohl, ich kann es ja nachregeln. Mal schauen. Erreiche System. Erstmal kurz gucken. Profit. Ja, blablabla, großer Profit. Deaktiviert. Fliegen wir mal durchs Südtor. Ich muss es mit Audacity aufnehmen. Meine Stimme. Und mit Fraps das Spiel. Spielsound und Video des Spiels. Danach muss Spielvideo und Spielsound mit MeGUI encodiert werden, muss man ja sagen. Das heißt ja nicht rendern, sondern encodieren. MeGUI macht dann aus dem Video zwei Dateien. Ein Container, in dem nur die Videodateien drin sind. Und eine OGG-Datei, in der die Sounddateien des Spiels drin sind. Und es sieht richtig kacke aus, dass wenn wir springen und durch unser Schiff gucken können. Fail, Kamera. Gucken wir erstmal hier in dem Sektor. Oh, das ist ein ziemlich großer Sektor. Ah, es wird lustig, den zu erforschen. Piu. Es wird dann in MeGUI gerendert und dann habe ich zwei Dateien. Den Spielsound und das Spielvideo-Gedöns. Jetzt muss ich in Audacity Spielvideo zu der Spur des Mikrofon-Sounds hinzufügen. Dann habe ich zwei Spuren und die kann ich abgleichen und kann auch an den Spuren noch irgendwelche zusätzlichen Veränderungen vornehmen, wenn irgendwas nicht so ganz klappt, wie es klappen sollte oder während der Aufnahme halt was nicht ganz so ganz geklappt hat. Ich merke gerade, wir haben da so ein schönes Zeichen auf unserem Schiff. Ich habe glaube ich schon letztes Mal geredet, was das darstellen soll. Ich weiß es immer noch nicht. Ist da ein Tor? Ne, da ist gar kein Tor, da müssen wir einfach durch Süden durchfliegen. Geist. Und dann wird in Audacity, werden beide Spuren zusammengelegt, werden abgemischt, eingestellt. Dann wird durch Audacity eine WAV-Datei erstellt, eine WAV-Datei, in der Spielsound und meine Stimme drin ist. Habe ich dann das, wird das nochmal in MeGUI zu einer OGG-Datei gemacht, denn WAV-Dateien sind viel zu groß. Ist dies erledigt, kommt eigentlich der letzte Schritt. Der Videocontainer wird zusammengemixt mit dieser ODD-Datei, da gibt es ein Programm, das heißt MKV-Merge. Bei der Schiffswerft waren wir schon. Aber das war bei dem Spielchen, bei dem alten Spielchen, bevor wir nochmal neu anfangen mussten, wegen Steuerungsfehlern, die ich bis heute nicht weiß, warum die da waren. Aber die waren da. Kann sein, dass ich da irgendwas hätte umstellen müssen, aber ich habe es nicht gefunden. Weil ich halt ein Idiot bin, sag ich mal. So, und so dann zu einer MKV-Datei geflochten. Wenn das erledigt ist, habe ich dann eigentlich alles soweit gemacht. Das hört sich jetzt noch sau viel an und noch sau umständlich, aber wenn man sich überlegt, das was halt am längsten dauert, ist das Video zu encodieren. Wird fälschlicherweise oft als Rendern bezeichnet, ist aber encodieren. Wenn man es genau nimmt. Das dauert am längsten, also so für eine Viertelstunde Video kann das schon mal gut eine Dreiviertelstunde in Anspruch nehmen. Nur das Encodieren. Der Rest, das Zusammenfügen mit Audio, ich sag mal, in einer Dreiviertelstunde wäre ich mit allen Folgen, schätze ich mal, fertig. Schwerer Schild? Nein, keine schweren Waffen, das ist schade. Photonimpuls, Flakartillerie Schmiede. Das kann ich natürlich nicht sehen, wie viel die haben. Aber da es voll ist, ist schon mal gut.
Ich würde sagen, wir gehen zu unserem. Stromantrieb nicht installiert. Was ist eigentlich im Süden erst einmal? Tor, Firmenstolz. Das ist wieder. Nee, Firmenstolz ist doch noch im Teladi-Sektor. Durchforsten wir den auch mal. Wenn dann die Datei fertig ist, habe ich es. Ist halt sehr unständlich. Aber ich meine, das dauert dann noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann habe ich alle 8 Folgen zusammengefügt mit Video und Audio, weil das Mergen geht sau schnell und in Audacity das Erstellen einer Datei geht sau schnell. Mit MIGUI das Rennen von Audio geht sau schnell. Also, mal ehrlich, das ist so schnell gemacht, gar kein Problem. Ja, ich denke mal, das wird so klappen. Das Tolle ist halt an MIGUI, ich kann einstellen, wann er schneiden soll. Und dann macht er aus einer 2-Stunden-Aufnahme 8 Folgen. Und damit ist für mich erledigt. Ich muss nicht, bei Camtasia muss ich halt jedes Mal nochmal neu einstellen, wenn ich eine neue Folge haben will. Muss ich hier nicht sagen, stelle ich einmal ein, lass ihn durchlaufen, zack. Habe ich auch schon ein paar Mal probiert, es läuft problemlos. Ist richtig toll. Ich glaube, ab hier kommen wir nur noch durch das Tor und da geht es jetzt in den Split-Sektor. Okay, dann sagen wir mal Navigation, Flee Selector. Großer Profit ist der letzte, der noch ein Osttor hat. Sonst gibt es hier in diesen Teladi-Hauptsektoren keine Flakartillerie-Schmieden mehr. Außer die eine, die wir jetzt in, wie heißt der Sektor? Kiosk Geist gefunden haben. Da muss halt nur noch, wenn das Video da mal fertig ist und alles pipapo, muss das nur noch hochgeladen werden. Das Hochladen ist unterschiedlich. Es kommt halt immer darauf an, wie groß die Datei ist. Und bei jetzt mit MIGUI weiß ich noch nicht, wie groß die Dateien bei X3-Term Conflict werden, weil es ist jetzt die erste Aufnahme mit X3-Term Conflict, die mit MIGUI gerendert wird. Deswegen kann ich das hier nicht einschätzen. Aber es könnte auch schon mal gut sein, eine Dreiviertelstunde dauern. Aber wie lang? I don't know.